Totschlagargument für ein E-Auto oder für die E-Mobilität ist immer, wenn es so und so viele Autos, E-Autos sind und laden, wird es in Deutschland dunkel. Rums, hier absolut bricht alles zusammen. Dann wird die Zukunft im Endeffekt genau so ausschauen. Silent Scan. Wahnsinn! Könnt ihr mich noch sehen? So wird es in Deutschland ausschauen, wenn noch mehr E-Autos kommen. Oder auch nicht? Wir werden sehen. Peace und herzlich willkommen auf meinem Kanal Fockelchens Heimfahrt Teil 39. Uiuiui, sage ich da mal. Uiuiui. Das war knapp. Gott sei Dank ist es noch nicht so weit, dass wir mehr E-Autos haben als jetzt. Weil jetzt klappt es ja scheinbar noch ganz gut. Und je mehr E-Autos das wir haben, jedes E-Auto, das jetzt noch zugelassen wird, wird uns zum Stromkollaps führen. So viel ist sicher. Ist es wirklich so? Man hört zwei Meinungen. Man hört immer zwei oder sieht immer zwei Statistiken. Die einen sagen ja, definitiv. Die anderen sagen nein, ist nicht. So. Jetzt bin ich ein Typ, der eigentlich erst einmal ziemlich wenig glaubt. Wenn einer mir was sagt, dann bin ich schon etwas skeptisch erst einmal. Vor allem, wenn es sich sehr fantastisch anhört. So auch in dem Fall, bloß gehe ich mal davon aus, dass derjenige, der das jetzt verbreitet hat, wirklich Ahnung hat. Auf die Frage hin, wie schaut es aus, wird Deutschland ein Energieproblem bekommen? Wird es in Deutschland zapfenduster, so wie bei mir gerade vorhin, wenn so und so viele E-Autos da sind? Hat er eine Antwort gegeben. Und mit er meine ich der Pressesprecher von NBW. Und jetzt ist NBW nicht irgendeine Kinkerlitzchenfirma, sondern NBW ist einer der führenden Stromhersteller. Nennt man das so, Stromhersteller? Stromlieferanten, Stromerzeuger, ja, auf jeden Fall Stromfirma. Nennen wir es einfach mal so. NBW ist jetzt keine Firma, die seit eineinhalb Wochen in dem Geschäft ist und den man ja ein A für ein U vormachen kann. Ein E oder ein E für ein A. Egal, auf jeden Fall. Haben die schon, gehe ich mal davon aus, Erfahrung in dem Bereich. So. Jetzt gibt es die Zeitung Automotorsport. Eigentlich wird die eben verschrien als Benzinzeitung und immer recht schwer gegen die E-Mobilität streitend. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber die haben jetzt ein Interview aufgegriffen vom Pressesprecher vom NBW, der für das Manager-Magazin ein Interview gegeben hat. So. Und in dem Interview ging es eben darum, die Überschrift lautete irgendwie Kollaps, weiß ich nicht, ich verlinke es mal unten oder ich schreibe es jetzt da mal hin, das ist ganz gut. Da ging es darum, stimmt es, wenn so und so viel E-Autos laden werden oder auf Deutschlands Straßen fahren werden, haben wir einen Stromkollaps. Und er hat klar und deutlich gesagt, nein, das wird nicht passieren. Das wundert mich ein bisschen, weil es sind wirklich viele Autos, die viel Strom brauchen und das gleichzeitig. So. Vor mir steht gerade eine Rolle, so eine Zweitakter-Rolle.
Und ich habe mir gedacht, hey, die riecht aber komisch, weil die riecht ein bisschen nach Öl, ist ja klar, das sind zwei Takte, aber der raucht gleichzeitig noch eine Zigarre. Und dieser Geruch, dieser Mischgeruch zwischen Zweitakter-Geruch und Zigarre ist echt übel, muss ich sagen, ist echt krass. Ist ein Mofa-Roller, der haut dann mit 25.000 Umdrehungen pro Sekunde gefühlt, fährt er da seine 23,9 Stundenkilometer. Krass. Ja. So, wieder zurück zum Thema, sorry. Der hat gesagt, nein, es wird nicht passieren. Weder von der Menge noch vom Ladezeitpunkt. Er hat nämlich eine Statistik und die Statistik ist unglaublich interessant. Und die Statistik besagt Folgendes. Wir haben momentan ca. 83.000 E-Autos in Deutschland. Damit, denke ich, meint er 83.000 wirkliche E-Autos, also keine Hybriden, sondern E-Autos. Weiß ich jetzt aber nicht, müsste ich nachschauen. Gehen wir mal davon aus, dass das 83.000 richtige E-Autos sind. So mit Akku und Laden und Steckereien und Goodies. So. Er hat eine Statistik gemacht, wo sie sich Gedanken darüber gemacht haben, wie viel Strom wird man brauchen, wenn so und so viele Autos laden. Er hat eine Zahl genannt, da ist mir schier ganz anders geworden, weil ich eigentlich schon eher damit gedacht habe, dass es wirklich ein Problem sein könnte, aber scheinbar nicht, denn bei 1 Million E-Autos, wenn jetzt zusätzlich zu diesen 83.000 noch 1 Million E-Autos kommen würden, das so, wann ist dann 1 Million 83.000? Ich weiß jetzt gar nicht. Sagen wir mal bei 1 Million E-Autos, also knapp 0,92 irgend sowas. Also bei 1 Million E-Autos werden wir einen Stromverbrauch haben gegenüber von jetzt von 0,4% mehr. Das heißt, wir werden 0,4% mehr Strom verbrauchen, als wir jetzt verbrauchen. Bei 1 Million. Und wann wir die 1 Million schaffen, hat er selber geschrieben, das lassen wir erst einmal dahingestellt. Das wird noch ein bisschen dauern. Eine andere Statistik hat er noch aufgestellt. Wie viel Strom können wir denn jetzt momentan bereitstellen? Für wie viele Autos wird es momentan reichen? Da hat er reingeschrieben, das sind 13 Millionen E-Autos. Das heißt, wir haben momentan Strom für 13 Millionen E-Autos. Jetzt bin ich mal ein wenig skeptisch und denke mir, ja, du musst den Strom ja bereithalten, du musst den Strom auch verteilen, du musst den Strom auch von A nach B bringen, du musst den Strom in die entferntesten Orte bringen, da wo eben eine Ladestation stehen soll einmal oder schon steht. Oh, 13 Millionen, weißt du was, ziehen wir 3 Millionen ab. 3 Millionen ist dreimal mehr, als wir nächstes Jahr haben wollen. Ja, nächstes Jahr hätten wir ja 1 Million knacken sollen, jetzt sind wir bei 380.000, also wird knapp. Gehen wir mal von 10 Millionen Autos aus. Wir haben Strom für 10 Millionen Autos. Bis wir das erreichen, und auch das hat er gesagt, bis wir das erreichen, werden noch einige Jährchen ins Land gehen. Fahren in dem Fall. Ja, und in dieser Zeit wird sich auch die Infrastruktur verbessern und auch die Stromherstellung verändern. Da hat er recht. Da hat er recht. Wir haben in Deutschland um die 40 Millionen Fahrzeuge. Das heißt, für ein Viertel davon, grob, für ein Viertel davon haben wir jetzt schon den Strom. Wenn das nächste Mal wieder einer kommt und sagt, ja, was passiert denn, wenn so viele Autos gleichzeitig laden, hat er auch eine Antwort drauf. Ja, das Problem ist nicht die Menge des Stroms, die wir produzieren, sondern die Zeit, wann wir ihn produzieren und die Zeit, wann wir ihn brauchen.
So, jetzt gehen wir immer davon aus, dass ein E-Auto grundsätzlich am Abend laden muss. Mein Auto ladet die wenigste Zeit am Abend. Mein Auto ladet meistens tagsüber. Mein Auto ladet meistens tagsüber, denn ich kann in der Arbeit laden. Fucker! Du kannst ja nicht immer von dir auf andere schließen. Stimmt, das geht bei vielen nicht. Aber es geht jetzt noch nicht. Wenn wir 10 Millionen Autos hätten, ich sag mal ich bin mal sehr, 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 sehr optimistisch und sage, die 10 Millionen Autos werden wir in 3 Jahren knacken. Ich mache es ein bisschen pessimistischer. Wir knacken die in 5 Jahren. Was wir nicht tun werden. Aber vielleicht knackt man es in 5 Jahren. Ich glaube, dass in 5 Jahren, gerade in der momentanen Lage, wie wir sind, wie wir alles verändern, wie wir alles digitalisieren, wie wir alles modernisieren und so weiter, in den nächsten 5 Jahren schon recht weit kommen. Wenn wir uns auf den Staat verlassen, wird es eher nicht der Fall sein. Aber wenn man den ganzen Firmen so glaubt, die das jetzt selber in die Hand nehmen, dann kann ich mir das gut vorstellen. In 5 Jahren haben wir 10 Millionen E-Autos. Das ist das Ziel. Das wird es nicht sein, aber immer davon aus. So. Das heißt, in 5 Jahren haben wir dann schon, oder sehr viele von uns, die Möglichkeit, beim Arbeitgeber zu laden, tagsüber zu laden. Ich lade, wenn ich in die Stadt fahre zum Einkaufen oder sowas, lade ich auch tagsüber. Also ich lade eigentlich meistens tagsüber, ganz selten nachts. Ja. Und laut dem Herrn, ich weiß jetzt nicht, wie er geheißen hat, da ist leider kein Name drin, stand ein Pressesprecher von MBW heute, hat er gesagt, das Problem kann man nur entgegensetzen, indem man eine intelligente Ladeinfrastruktur baut, die es heute ja schon gibt. Ich kenne eine Firma, die macht das exzellent gut. Da schaue ich mal, dass ich ein Interview kriege. Der hat Wallboxen selber programmiert, mit eigener Software drauf. Und die hat einen Großauftrag von Frankfurt bekommen mit über 50 Ladestationen in einem Parkhaus. Da ist dann als Ausschreibe Anforderung war da drin gestanden. Alle 50 Ladestationen müssen gleichzeitig laden können. Natürlich geht es nicht mit 50 mal 11 Kilowattstunden oder 22. Das geht nicht. Sondern du brauchst da eine Software, die das intelligent miteinander regelt, die miteinander vernetzt sind, die miteinander sagt, hey, pass auf, da kommt ein Auto, der hat 9% Restkapazität im Akku, der kriegt jetzt ein wenig mehr, der ist schon fast voll, der kriegt ein bisschen weniger und so weiter. Ja, und der hat damals zu mir gesagt, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich den Zuschlag bekomme, weil da haben sich ganz andere Firmen auch beworben, unter anderem Siemens und RWE. Und er als kleine Firma hat den Zuschlag bekommen. Und dafür hat er auch, unter anderem dafür hat er den Deutschen Innovationspreis bekommen. Ist doch schon mal was. Aber klar, ist eine kleine Firma. So. Und wenn man eine intelligente Ladestruktur hat, kann man schon viel entzerren. Weil ich muss, wenn ich wirklich abends laden muss, brauche ich keine 22 Kilowatt Ladestation oder auch keine 11 Kilowatt Ladestation. Sondern ich habe ja die ganze Nacht Zeit zu laden. Und da ist es egal, ob ich dann von Nachmittag der E-Up in Weiß. Das kann aber nicht gewesen sein, weil der Motor Geräusch gehabt hat. Ja gut. Und da gibt es einen Spruch und der hat wirklich recht. Der heißt, gebt mir in einem Wohngebiet nicht eine 22 Kilowattstunden Ladesäule, sondern gibt mir 22 1 Kilowatt Ladesäulen. Es bringt mehr. Ja? Klar, mit 1 Kilowatt kommt man nicht weiter, aber wenn
eine Ladestation in einem Wohngebiet mit Parkplätzen, wo man einfach dann auch über Nacht steht und das Ding laden kann. Wenn das Ding 4 Kilowattstunden hat, wenn das Ding 3 Kilowattstunden hat, reicht es völlig aus, weil keiner wird nachts um 3 Uhr den Wecker stellen, damit er sein Auto wegfährt, dass er andere laden kann. Also hilft mir das nichts, wenn das Auto so schnell wie möglich fertig ist und ich dann um 9, 10, 12, 1, 3 mein Auto wegfahren muss, weil es voll ist. Also kann doch das Ding laden bis in der Früh. Es reicht völlig aus. Wir haben den Kona noch mit der 64 Kilowattstunden Batterie. Da steht oft einmal dort Ladezeit 11 bis 8 oder 8 bis 11 Stunden, je nachdem wie tief das er quasi die Restkapazität hat. Und der ladet manchmal in der Früh nur, wenn wir losfahren. Dann hat er Reichweite von über 400 Kilometer. Es reicht. Also man muss nicht volle Gas laden, immer wenn es geht. Ja? Und wenn man tagsüber laden kann, kann man das auch entzerren. Und das können viele und werden auch viele. Es ist nicht so, dass man wie beim Verbrenner ziemlich leer fährt, einmal volltankt und dann wieder, keine Ahnung, wie viel 100 Kilometer fährt. Sondern im E-Auto ist es einfach so, wie mit dem Handy. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann stecke ich es halt schnell an. Und so ist es da auch. Das heißt, er hat das auch weitergedacht und hat auch gesagt, intelligente Ladeinfrastruktur, die uns weiterbringt, die das Ganze entzerrt, ist Pflicht. Und es wird auch so sein. Auch das gehört ja, als Zukunft für die E-Mobilität. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es wird nichts passieren. Wenn wir 1 Million E-Autos haben, haben wir 0,4% mehr Stromverbrauch, den man erzeugen muss. Bei 40 Millionen Autos sind es dementsprechend mehr, aber es wird trotzdem kein völliger Blackout sein, sondern es wird ganz normal weitergehen. Genau. Haben wir sonst noch was? Das war's. Ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt eure Meinung drunter, auch wenn ihr andere Meinung seid, unbedingt drunter schreiben. Können wir ja darüber diskutieren. Aber persönliche Meinungen gern gesehen, Fakten gern gesehen, aber Mutmaßungen sind mir so ein Problem, weil Mutmaßungen oft einmal als Fakt dargestellt werden, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Unter persönlichen Meinungen kann man alles sagen, unter Fakt Mutmaßungen eben nicht. Huch, das war Zensur. Vergesst es. Also, schreibt es unten rein, eure Meinung. Was haltet ihr davon? Seid ihr der gleichen Meinung? Seid ihr andere Meinung? Seid ihr der Meinung, Vanilleeis schmeckt besser? Seid ihr der Meinung, Schokoeis schmeckt besser? Schreibt es alles runter, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und wenn nicht, dann nicht. Servus, sagt Locker. Euer Funke.